Hallo Freunde, FreeClear von MagicBlocks.de. Ich zeige euch heute ein neues Legacy-Deck. Die Liste ist von Max Torschen und er nennt die ganze Geschichte hier Frogginator. Das ist das alte, was heißt das alte? Das ist das Dimir Reanimator-Deck, nachdem Grief gebannt wurde. Und wir haben eine neue Karte drin, und zwar frisch aus Duskmourn Commander, und zwar den Metamorphosis Fanatic. Das ist ein Miracle-Spell, ein Miracle-Cleric, 4-4 Lifelink und wenn ein Spiel kommt, können wir was reanimaten mit einem Lifelink-Counter drauf. Und die Miracle-Kosten sind 2, das heißt, so wie Animate Dead. Ja, ich bin gespannt. Wir haben nur Brainstorm und ein zusätzliches Undercity Sewers, um das Ganze hinzubekommen, um zu sehen, wann der Fanatic kommt. Aber wir können natürlich auch einfach den Fanatic in den Frosch discarden und dann den Fanatic reanimaten, der dann was anderes mitbringt. Könnte klappen, das Sideboard, da bin ich nicht ganz überzeugt davon. Das sieht so nach einer, ja, nach einem sich entwickelnden Sideboard aus. Ich weiß nicht, was die Barrowgoyfs in dem Deck hier sollen oder wann ich denn die Bowmaster tatsächlich benötige. Aber wir schauen uns das an. Ich habe das Deck seit dem Griefbahn nicht mehr gespielt und ich bin wirklich gespannt, wie sich diese neue Karte spielt. Dann sehen wir uns gleich in den Games. So, Runde 1. Ja, ich, oder? Kann man, glaube ich, halten. Und ich denke, ich starte einfach mit einer Yuzi und versuche, den Troll zu cyclen. Spiele am besten um Wasteland rum zum Beispiel. Ich kann dann immer noch pondern into Reanimate. Snow-Covered Island. Snow-Covered Island. Was spielt Snow-Covered Island? Miracles? Gibt's das noch? Random Doomsday Draw könnte das sein. Schauen wir mal. Island Ponder ist auf jeden Fall ein wirklich geiler Start. Also, da kann man nichts dagegen haben. Ich denke, ich nehme tatsächlich einfach eine UC und nicht einen Sewers. Okay, oder so. Wenn ich das Animate Dead einfach ziehe, dann machen wir das. Und bringen den Troll ins Spiel. Und ich habe jetzt Doppel Force Backup quasi, um versuchen zu überleben. Der Troll muss 4-mal angreifen. Karakas, okay, gut zu wissen. Das heißt, meine Atraxa ist deutlich schlechter, aber ich glaube, der Metamorphosis Fanatic, der ist keine Legendary. Ja, okay. Ich versuche zu forcen. Entomb. Okay, ich glaube, ich starte mal mit einem Ponder. Vielleicht zuerst den Tumpen sollen. Ich habe eigentlich gehofft, ich ziehe also schon einen weiteren Cantrip, aber kann vielleicht meine nächsten Plays so ein bisschen hochholen. Oder ich hole einfach einen Reanimate, finde einen Reanimate oder einen Animate Dead für das Entomb dazu. Nochmal ein Swords. Ja, okay. Dann ist es so. Ich glaube, ich werde End of Turn einfach enttumpen. Besten den Archon. Okay. Pondeur. Und dann reanimaten wir den Archon und haben Days oder Force Backup. Und können sogar noch das Delta spielen. 2 Swords sind schon weg. Schauen wir mal, wie viel Opponent hat. Ach, spannend, ob das noch eine andere Farbe kriegt, ob es einfach UV Control ist. Da jetzt grün kommt. Ja, kommt jetzt ein Halfling, okay, fair.
Der macht tatsächlich jetzt gegen einen. Okay. Der macht jetzt gegen den liegenden auch und nicht so viel, muss man sagen. Brazenborough. Doch, ich glaube, den will ich. Brazenborough ist eine schöne Antwort, wenn ich den Nomad bouncen müsste. Bin auch gespannt, was hier jetzt kommt, weil der triggert beim Attack. Okay. Conan geht auf 1. Das heißt schon mal keine Force of Will. Ich könnte einfach Go sagen. Und jetzt Daze, Force und ein Bounce als alles haben. Und ich habe ja. Da ist Nadu. Denke ich, hardcaste einfach Daze. Okay. Wir führen 1 zu 0. Was wollen wir? Wahrscheinlich wollen wir ein Long Goodbye. Weil mein Deck nicht so schlecht sein sollte gegen Nadu. Aber Long Goodbye ist auf jeden Fall spannend. Kann ein Borrow raustun wahrscheinlich. Weiß nicht, ob die Thoughtseize so cool sind. Borrows sind, glaube ich, bei der, die Barrowgolfs sind immer cool, aber ich glaube, ich mach's so. Okay, Brainstorm und Frösche und Forcen, das kann man glaube ich keepen. Da gibt es schlimmere Starts, die man haben kann. Opponent Mulligan auf 5. Tja. 4, 4, 4, 4. Nee. Spaß. Okay, Opponent hat 5 gehalten. Okay, guter Start. Guter Start. Okay, wir haben den Fnatic. Ist jetzt tatsächlich was, das wir nicht so richtig brauchen können. Wobei wir, wenn wir einen Frosch haben, den nach oben legen können und dem Frosch was discarden. Opponent ohne Land. Schon mal ein guter Start. Dann würde ich sagen, slammen wir einfach mal einen Frosch. An dem nächsten Upkeep kann ich. Oh, Force. Force Pitching Brainstorm. Ja, ich glaube, ich lasse das einfach. Ich lasse das durchgehen. Ich habe noch meinen Frosch. Ich meine, ich kann zwar sonst nichts forcen, aber ich kann so jetzt im Upkeep oder ich kann zuerst ziehen. Okay, da ist das Land. Wahrscheinlich kommt jetzt eine Nadu. Sonst hätte man die Hand wahrscheinlich nicht gehalten. Vielleicht hätte ich doch forcen müssen, einfach weil meine Forcen sonst nichts machen. Ja. Oh, Teferi. Okay. Teferi ist jetzt tatsächlich nicht so schlimm. Heißt, ich könnte enttumpen und dann brainstormen. Ich glaube, das mache ich auch.
und pack beide nach oben und habe ja den Archon-Plan sozusagen. Die drei Forsten sind natürlich mit dem Teferi auf dem Board ein bisschen Mist, aber okay. Aber den Draw könnte man wahrscheinlich schlagen. Opponent könnte eigentlich hier auch Minus machen, eine Karte ziehen und versuchen, Nadu zu hitten. Entscheidet sich nicht dazu. Ah, kann ich überhaupt Miracle? Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst, Freunde. Ich kann ja gar nicht Miracle, da liegt ja ein Teferi. Das war dumm. Das war natürlich bescheuert, da liegt ein Teferi. Ich versuche dauernd um die Nadel rum zu brainen, aber und was ich mache, wenn die resolved. Aber es liegt ja schon ein Problem. Egal. Das kriegen wir schon hin. Jo. Dann spielen wir nochmal einen Frog. Ja, aber bei Opon natürlich jetzt jederzeit eine Nadu finden kann. Solange das nicht der Fall ist, haben wir ganz gute Karten. Okay. Glaube. Ja. Jo, okay. Ja, das habe ich verzockt. Ich habe mit dem Teferi nicht mitgedacht. Nochmal. Wollen wir noch was ändern? Vielleicht will ich tatsächlich Pushes gegen diese statt Thoughtseize gegen die Haflinge und dann einfach besser spielen, dann gewinnt man das so easy. Okay, natürlich fange ich gerne an. Okay. Turn 2, Troll. Kann man nehmen. Jo. Ich glaube, ich mache das Ganze ja auch von dem vom Reanimate runter. Dass ich. Wobei, es kann kein Days offen sein. Dann machen wir zuerst das mit dem Animate Dead. Ihr merkt schon, ich bin nicht ganz auf der Höhe. Ich bin krank. Vielleicht sollte ich einfach kein Magic spielen gerade. Wenn es geforst wird. Okay. Very makaber. Ja, fair. Eine Sideboard-Karte weg.
Wenn ihr Senado kommt, dann versuche ich die Force Pitching Force, wenn gegengeforced wird. Halfling, okay. Halfling ist nicht so schlimm. Den können wir killen. Frog. Tja. Ich glaube, ich suche nach einem Land und versuche dann Long Goodbye zu spielen. Oder ich bin greedy. Ja, komm, ich bin greedy. Neuer Plan, wir spielen Archon. es kann jetzt eine Nadu kommen, aber ich kann das zweite Piece forcen. Ja. Ich nehme auch den Archon. Der zieht sogar ein Land. Das finde ich hervorragend. Force, Pitch die Force. Das war auch Force, Pitch, Force. Ich hätte einfach gerne den Frosch als Follow-up. Okay. Noch eine Fairy auf der Hand. Okay. Fair. Dann spielen wir nochmal. Schauen wir mal, was hier revealed wird. Delighted Halfling. Okay. Dann schauen wir mal, ob die letzte Karte Sword zu Blausche ist. Dann wäre es halt alle Antworten gewesen. Zwei Makabers, zwei Forcen und Halfling und Nadu. Aber irgendwas muss ja noch Vernünftiges auf der Hand sein. Ja. Okay. Cantrip wäre cool. Ah, Frosch ist insane. Okay, Pond listet was oben. Ist kein gutes Zeichen. Aha. Dann werde ich mir, glaube ich, auch so ein Nadu besorgen. Und dann hoffen, dass Opponent nicht von oben
Das zweite Combo-Piece zieht. Land ist völlig in Ordnung. Das kann Nado mich für 4 angreifen. Long Goodbye. Jo. Was sagst du, Blauscher? Okay. Dann muss Opponent die zumindest ausgeben, die Swords. Und ich Cantrip dabei. Vielleicht sogar den Fnatic discarden können, aber falls ich einen zweiten ziehe, aber ich könnte auch einen Cantrip ziehen, dann ist er besser auf der Hand. Okay, Brainstorm ist ein schöner Start. Gewinn halt das Race nicht. Ich lasse auch das Wasteland ungecrackt, falls ich einen Pull. Ich habe 2 Pushes reingebordet, falls noch eine Nado kommt, dass ich was habe, um sie zu pushen. Okay. Natürlich. okay. GG. Nochmal. Bisschen klarer Kopf jetzt. Mein, die Hand kann sich entwickeln. UC Start, okay. Kann alles sein, kann das Mirror sein. Ich starte mal mit dem Wasteland. Okay. Brainstorm Locked kann auch Doomsday sein. Ich weiß halt nicht, gegen was wir spielen. Ich denke, ich mache einfach nochmal dasselbe Deck, bevor ich weiß, was für ein Matchup es ist. Es könnten 5, 6 Decks sein und dagegen boarden. Mein. Wir haben 2 Reanimate Spells auf der Hand und ein Daze und können nach Möglichkeit noch ein Land finden. Okay, Basic Island Ponder. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch unser Play sein wird, wobei ich eher glaube, dass es ein Doomsday-Deck ist, gegen das wir spielen. Aber da ich kein zweites Land habe, werde ich auch mit Basic Island Ponder starten. Jo. Ich glaube, ein zweites Daze will ich nicht.
Aber Polluted Wasteland hört sich gut an. Okay. Dann haben wir jetzt ein Problem, Freunde. Okay, was war das? Ich sollte echt nicht spielen. Okay, nochmal, nochmal. Ich weiß nicht. Es hat gerade durch meinen Turn geskippt. Wir wollen auf jeden Fall jetzt Long Goodbye und Pushes. Wir haben Frösche gesehen. Nehmen wieder einen Troll, einen Barrow raus. Ich bin kein Freund gegen Ferrydicks von Thoughtseize. Eigentlich kann ich auch ein paar Forcen cutten, sobald ich mehr wüsste. Aber es kann einfach das Mirror sein. Dann will ich die Forcen. Wenn es Doomsday ist, will ich die Forcen auch. Wir starten. Meine, ich habe einen. Ich habe einen Days and Long Goodbye unten in Tomb. Das heißt, so schlecht ist die Hand nicht, auch wenn es ein bisschen viele Länder sind. Aber ich bin on the play. Ich kann hier mit einem Scry starten oder mit einem Surveil, besser gesagt. Thoughtseize, okay. Dann spielen wir wahrscheinlich das Mirror. Das heißt für mich, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, was ich in Friedhof packe. Okay. Sehr gut, Magic Online. Es hat funktioniert. Ich spiele jetzt ein direktes Wasteland, das Spiel ein bisschen zu verlangsamen, weil ich noch mein Land nachgezogen habe und meine Hand gar nichts macht. Weil ich eben Land oben hatte. Ich habe noch meinen Tomb. Dann starten wir mit dem. Opponent lässt mal einfach alles offen. Versuchen wir mal einen Tomb gedazed zu bekommen. Ne? Okay. Dann versuchen wir das mit einem Animate Dead. Okay, tatsächlich dazed. Normalerweise in Tomb mal. Countet man das in Tomb, nicht den Reanimation Spell, von dem hat das Deck viel, viel mehr. Deswegen hatte ich gehofft, dass kein Daze da ist und zumindest eine Force kommen muss. Und ich einen 2-for-1 krieg. Okay, das ist natürlich maximal beschissen. Aber gut. Das war vielleicht auch ein bisschen zu greedy. Okay. Dritte und wahrscheinlich letzte Runde, weil ich hier sonst zusammenklappe. Ich hoffe, wir können zumindest einmal unseren. Die Hand ist Müll. Einmal unseren neuen Tag begutachten.
meine, wenn ich ein Land ziehe, ist das ganz gut. Und ich habe Forcen. Ich verliere halt gegen ein Wasteland. Aber ich kann, wenn ich einen Troll ziehe, vernünftig spielen mit einem Land. Source ist sogar noch besser. Okay, das Land lasse ich sogar oben. Pawn könnte wieder Nadu sein mit Flooded Strand oder IUC, okay, kann Breakfast oder Smirrow sein. Das ist Breakfast. Fair. Oh, es ist sogar Dredge, oder? Bridge, Grave Troll, cool. Ich meine, ich könnte den Grave Troll reanimaten. Der wird halt direkt wieder verrecken, leider. Ich glaube, ich kann nichts anderes machen, außer einen Frog zu spielen. Okay, wir haben gemillt. Nakromöbel. Nochmal eine Therapy, ein Anger. Ja, den nehme ich, den Schaden. Fair. Ja. Bin gespannt, was Opponent nimmt. Reanimate, okay. Und dann wahrscheinlich Animate Dead. Okay. Unten Zack gespielt. Ich denke, ich starte mit einem Hit und spiele dann mein Land. Dann schauen wir mal, ob wir Lucky was hitten. Days, nee, das braucht man nicht. Denke, ich spiele einfach nochmal einen Frosch. Zwei Thugs, LEDs weg. Okay, das waren jetzt nicht die schlimmsten Hits für mich, muss ich sagen. Den lassen wir durch für eins. Weil ich könnte die. Dann starten wir doch so. Okay, wir haben Wasteland. Wir haben eine Force. Oder haben wir eine Force? Wir können auch enttumpen. Ist das besser? Wenn wir Ponder machen, Brazenborough und dann Force oder entomb. Wahrscheinlich will man ja die Force. Wahrscheinlich will man das Anger ausschalten. Dann bauen wir uns nur hier und ziehen zwei Karten, hätte ich gesagt.
Okay, Wasteland Land ist nicht optimal, aber immerhin. Opponent Milled. Das heißt, das sind 10, 11, 12, 13, 14. Okay. Ich bin gegen Dredge. So richtig geiles Zeug haben wir nicht gegen Dredge, muss man sagen. Wir haben auf jeden Fall die Hearses. Wahrscheinlich will man noch die Force of Negation. Wir brauchen keine Thoughtseize. Können Troll cutten wie immer. Archon ist okay-ish, gibt aber besseres. Borrow waren okay. Vielleicht cutte ich einen Archon, weil ich meinen Opponent eigentlich nicht discarden lassen will. Und wahrscheinlich die Atraxa gut genug ist oder die Frösche. Kann sein, dass ich Spiel 3, je nachdem, was Opponent boardet, den wieder zurückhole. Das ist natürlich beschissen, wenn ich dann mein einziges Target auf der Hand habe. Das ist besser, das ist zwar immer noch nicht gut, aber besser. Mit dem können wir. Okay, Leyline. Müssen wir einen Barrow finden. Ich glaube, da wollen wir erstmal nichts davon. Wasteland ist jetzt auch nicht gerade der Draw, den wir brauchen. Okay, Grave Troll, Dread Return. Da ist die Thoracle. Kein Land ist schon mal schön. Dann starte ich, glaube ich, so. Spielen wir einen Frosch. Und hoffen, dass der es richtet. Ist der Plan, oder? Der ist schon mal ein schöner Draw. Ich könnte sogar das Oracle rausnehmen, wenn ich will, mit dem Animate Dead. Und dann einfach mit dem Draw. Wahrscheinlich, um jetzt zu discarden. Ja. Da ist der Borrow. Das heißt, ich habe leider keine richtig geilen Landdrops mehr. Ist aber, wir können.
Troll und Frog vielleicht zurückpacken. Und einfach beide wieder ziehen. Opponent Dredge jetzt noch einmal, dann kann ich meine Atraxa holen. Okay, Opponent kommt einfach nicht wieder. Ja, dann war's das wohl mit dem Match. Schade, schade, schade. So. Metamorphosis Gedöns auf der Hand, aber wir haben Turn 2 Troll. Das muss ich halt halten. Once upon a time. Auf einen Rite of the Reliquary. Okay, guter Start von Opponent. Guter Start. Vielleicht lässt uns Opponent sogar easy um in Stays reinspielen. Das wäre doch nice. Einfach jetzt direkt Rite spielen. Ja, schade. Ja, okay, fair. Swamp Cycling. Okay. Ich denke, ich spiele einfach das Animate Dead. Und hoffe, dass es reicht. Endurance. Hey, 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 die Leute sind bereit heute für mich. Die sind bereit. Ja. Okay, Cradle. Mein Day sieht auch immer schlechter aus. Mhm. Ja, ich glaube, das Spiel gewinne ich nicht mehr. Opponent hat einfach Turn 2 alle seine Handkarten verwendet. Da kannst halt nichts machen. Ich glaube, ich will zuerst fetchen. Und dann machen wir tatsächlich mal den Move, hä? Und discarden beide. Und haben sogar eine zusätzliche Karte dann. Und haben den Boyuka Bookcheck. Okay, GG. Nochmal. Was wollen wir gegen das Deck? Removal wahrscheinlich, hätte ich gesagt. Bowmaster, wobei das Deck zieht ja nicht, aber ich kann Sachen wegpingen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Die Burrows sind wahrscheinlich immer noch gut. Ich will wahrscheinlich keine Days und nicht zu viel forcen. Burrowgoyfs könnten gut sein. Sich die einfach auf die Days. Die sind meistens gegen diese Mana Dog Decks nicht so das Highlight. Ja, ich habe eine Karte zu wenig gesideboardet. Hat es jetzt nicht beide weggenommen. Ja, ich glaube, das muss ich keepen. Weil ich einen Frosch und Brainstorm und einen Undercity Sewers am Start habe. Force of Will. Nee, ich hätte gern Action. Action, Pop Action. Will ich jetzt den Bird bolten?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Springhard. Intomb. Bräuchte jetzt dann ein Land. Ich hätte jetzt was ganz shady vorbereiten können. Aber das kann ich immer noch. Ich lege lieber mal einen Frosch. Ich nehme den K-Cradle. Da wäre natürlich cool, wenn wir was finden dagegen. Ich glaube, ich will den Tumpen. Zwar auf einen Archon. Greife auch an. Ich glaube, die Endurance muss ich forcen. Die macht tatsächlich alles kaputt sonst. Okay. Der Push ist hingegen jetzt nicht so schlimm. Und dann brainstormen wir jetzt, damit wir vielleicht noch ein Land finden. Oder ein Reanimate, ein Animate Dead. Wieso nicht das? Und versuchen unser Glück. Pony noch mal eine Endurance hat, dann ist es so. Okay, nehmen wir Makaber. Ey, das ist schon wieder Hate. Ich tue mir echt schwer, wenn der Opponent alles hat und ein Ride und wie man es braucht und wir sitzen hier und schimmeln uns immer auf den Mulligans zusammen. Also ich habe auch mit dem Deck null Auftrag, muss ich sagen. Man muss da einfach auch gut ziehen. Einfach gut ziehen und nicht so schlecht spielen. Das kommt schon auch dazu. Aber jetzt ist doch eigentlich schon wieder vorbei. Schauen wir mal. Wir wissen ja unseren Draw. Mit dem machen wir eigentlich nichts. Ja, ich meine, mit dem Animate Dead könnte ich zumindest eine Endurance holen oder irgendwas. Also, der hat mich noch nicht überzeugt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr meint. Ich melde mich wieder, wenn ich ein bisschen klaren Kopf habe. Nach meinem Urlaub sehen wir uns wieder und dann geht's weiter mit wahrscheinlich Legacy. Bis dann, ciao, ciao.